euch Gott, Sepp ist da, Waldhandwerk. Das wird meine Videoantwort für den Gerd, für draußen und Buschkraft. Bitte besucht seinen Kanal, super Buschkrafter, tolles Pflanzenwissen, 2 Meter Knowledge, ganz ein lässiger Kerl, war bei uns am First Aid Treffen und hat da Erste Hilfe Kurs, damals im Bergtierpark. Ja, und er hat, so wie ich, herzlichen Dank, er hat seine ersten 100 Abonnenten beieinander. Harter, langer Weg, ich kenne das, kenne es gerade nur einmal, wobei es beim zweiten Mal leichter wird, aber es macht aber auch wieder Spaß. Bleib dran, bist ganz ein lässiger Kerl, super, dass du mit deiner Familie so viel draußen bist, deine Pflanzensachen schauen wir gern an, sind sachlich, ruhig, nett, ja, echt prima, Gerd, super. Du wolltest von uns Lieblingsmesser sehen und eine kleine Schnitzerei. Buchempfehlung war vom Felix Immler vielleicht. Zum Glück habe ich das. Ja. Und mein Lieblingsmesser, vielleicht auch nur, weil ich selber da diese Schalen drauf habe, aber weil ich es halt auch schon 12 Jahre habe, ist in Summe, was ich jeden Tag dabei habe, bitte, dieses Schweizer Messerl, dieses Victorinox, was immer, ganz das kleine halt. Die Aale ist drauf, die gefällt mir sehr gut. Werde ich auch gleich verwenden. Und ich habe einfach irgendwann diese roten Griffschalen Abaddon. Ich glaube, das war damals auf Empfehlung oder weil ich es von einem Video gesehen habe vom Markus, vom Inisch. Der hat das gemacht, würde ich meinen. Jedenfalls habe ich dann auch einen Holzgriff aufgedreht, habe ihn mit Lötflamme ein bisschen gehärtet, weil es nur Weichholz ist, weil es nur Fichtenholz war, was ich daheim gehabt habe. Ja, und ich habe es gut und gerne mit dabei. Mit dem schnitzen wir jetzt was. Für den Gerd. Draußen im Buschkraft. So, zwei Stecken habe ich mir abgeschnitten, also eigentlich einen auseinander und was zum Binden. Und aus dem machen wir jetzt nach Felix Immler ein, ich glaube, Klangstock. Ich blende es ein. Ist eine von seinen 26 Schnitzanleitungen, die er in seinem Buch hat. Werke mit dem Taschenmesser heißt das Buch. Wenn ich so Hölzer abschneide, dann lasse ich solche Stellen mit dem Ast immer noch drauf. Die kann ich ja immer noch wegschneiden, falls ich was spalten möchte. Aber die Stelle ist immer stabiler, weil ich da jetzt da dann ein Loch reinbohren und somit reißt es weniger stark aus, weil ich da die Verästelungen drin habe. Schönes Eschenholz eigentlich, gell? Also ein halb abgestorbener Ast, also oben ist nicht mehr weitergegangen. Hat man auch für Bögen verwendet, Pfeilbogen, Esche. Mit Felix seiner Frau hänge ich übrigens immer noch hinterher. Ich war zwar gerade mit den Kindern draußen, wenn wir den Igel gefunden haben, aber der Felix möchte ein Projekt für Kinder und ich weiß nicht, er verdient halt ein Wahnsinnsvideo. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Mal schauen. Deswegen mag ich das Ding so. Die Aale ist richtig super. Die Aale macht einen Unterschied.
So, der Felix hat es natürlich noch schön verziert, aber ich darf mich da zeitlich in einem YouTube-Videorahmen aufhalten. Und er hat eine schönere Schnur hergenommen. Ich glaube, er hat eine Brennnesselschnur oder sowas geflochten. Aber Schnüre haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Jedenfalls ist das ein Klangholz. Was für Kinder und was für ein Gerd. Du suchst eine Ideen für deine Tochter, gibst zu. Jetzt schauen wir, wie es klingt. Also auf jeden Fall ein sehr satter Klang, hat ein besserer Klang, als wenn man beide festhält. Weil so klingt es stumpf und mit dem ist es ein vollerer Klang. Gut, Herrschaften, besucht den Kanal von Gerd draußen am Buschkraft, gratuliere zu den ersten 100, bald sind es 500 und ganz schnell 1000. Geht's aus in die Natur, Wochen steht vor der Tür, egal wie es Wetter wird. Macht euch eine schöne Zeit. Sepp von Württemberg, für euch, danke fürs Zuschauen. Ciao.